Joachim ist Professor für Astronomie hier in Heidelberg seit 2004, ist Direktor des Astronomischen Recheninstituts der Universität Heidelberg, Direktor am Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg. Er arbeitet an extrasolaren Planeten, extragalaktischer Astrophysik und Kosmologie, Quasaren, Galaxienhaufen, Gravitationslinsen, dunkle Materie und dem virtuellen Observatorium. Er ist mehrfach preisgekrönt. Er ist Präsident der Astronomischen Gesellschaft gewesen 2017 und er wird uns was erzählen über eine der möglicherweise interessantesten Fragen, die überhaupt irgendeine Zivilisation auf einem Planeten stellen wird, nämlich die Suche nach der zweiten Erde. Joachim, du hast das Wort. Ja, vielen Dank für diese überaus freundliche Einführung. Vielen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Ich will in der Tat Sie mit auf die Reise nehmen, die ein ganz aktuelles, hochinteressantes, relativ neues Forschungsgebiet ist in der Astronomie, nämlich die Suche nach der zweiten Erde. Aber bevor wir zur zweiten kommen, wollen wir mit der ersten beginnen. Hier sehen Sie eine Mosaikaufnahme aus dem Weltall genommen, also nicht gemalt, ist die reale Erde. Und jedes Mal, wenn ich dieses Bild sehe, ja, staune ich und bewundere diesen wunderbaren Planeten. Sie sehen die Kontinente, Südamerika, Nordamerika, Sie sehen die blauen Ozeane, Sie sehen die Wolkenbänder und ganz knapp am Rand kann man die ganz dünne Atmosphäre sehen, die uns nur Leben ermöglicht, die uns Sauerstoff atmen lässt und die uns tatsächlich und auch viele andere Lebewesen hier auf der Erde unterstützt. Astronomisch gesprochen ist die Erde ein Planet, so wie noch 7 andere im Sonnensystem. Diejenigen unter Ihnen, die so alt sind wie ich oder älter, die haben sich an noch 8 andere vielleicht erinnert, aber manche wissen, dem Pluto wurde der Planetenstatus aberkannt. Und so haben wir hier von innen nach außen im gleichen Größenmaßstab Merkur, Venus, Erde, Mars. Die werden manchmal auch Gesteinsplaneten genannt. Und dann die sogenannten Gasriesen, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Die Abstände sind nicht maßstabsgetreu, die sind so ein bisschen zusammengeschoben. Aber ganz links sieht man wiederum maßstabsgetreu die Oberfläche der Sonne. Die Sonne wäre größer als dieses Gebäude, wenn man die im gleichen Maßstab abbilden würde. Da auch die Astronomen manchmal die Reihenfolge sich nicht so gut merken können, gibt es diesen Spruch: Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere Nachtgestirne, wo jedes Wort mit dem gleichen Buchstaben beginnt wie der darunterliegende Planet. Mein M für Merkur, Vater V für Venus und so weiter. Was ist eigentlich ein Planet? Planet, historisch gesprochen, ist ein Wandelstern. Planos kommt aus dem Griechischen und es bedeutet, ja, der läuft da irgendwie durch die Sterne durch. Und das ist zu sehen im Gegensatz zu den Fixsternen. Schon lange bevor das Teleskop entwickelt und entdeckt und weiterentwickelt wurde, haben alle Hochkulturen, die nach oben geschaut haben, gemerkt, die Sterne scheinen relativ zueinander unveränderlich zu sein. Wir kennen die Sternbilder Orion oder Großer Wagen, die drehen sich zwar am Himmel, aber relativ bleiben die immer zusammen. Und dann gibt es aber so ein paar, ja, die wurden auch Sterne genannt, paar Leuchtpünktchen, die scheinbar da durchwandern im Laufe der Zeit. Und die wurden dann eben Planeten genannt. Hier sehen Sie eine schematische Darstellung, wie der Jupiter in etwa 6 Monaten durch die Sternbilder Sagittarius, Capricorn läuft und insbesondere manchmal solche Schleifen macht. Heute Abend können Sie es nicht sehen, aber gestern und auch ab Montag, Dienstag wieder kann man am Abendhimmel ab 23 Uhr im Süden was ganz Helles sehen, ist der Jupiter. Und wenn Sie die Nächte verfolgen, dann werden Sie sehen, dass der Jupiter relativ zu den Sternen durchwandert. Und dies ist, wie gesagt, die Definition, bevor man die Physik verstanden hat von Planeten und von Sternen. Heute wissen wir, und das habe ich in der Schule gelernt, ein Planet unterscheidet sich von einem Stern durch 3 Kriterien. Einmal, ein Planet leuchtet nicht von selbst, wir sehen ihn nur im reflektierten Licht von der Sonne oder möglicherweise von einem anderen Stern. Das zweite Kriterium ist, ein Planet kreist in einer Ellipsenbahn, fast Kreisbahn, um den Stern, um die Sonne. Und das dritte ist, die Masse des Planeten ist sehr viel niedriger als die Masse der Sonne. Der Jupiter zum Beispiel, das ist der massereichste Planet bei uns, der hat nur 1 Promille der Masse. Die Erde 3 Millionstel der Masse der Sonne.
Jetzt sehen Sie, hier steht historisch, hier steht gestern und jetzt kommt hier noch ein neuer Bullet Point heute und da stehen drei Fragezeichen und die kommen daher, dass alle diese drei Kriterien tatsächlich hinterfragt werden heutzutage. Das Kriterium mit dem nicht selbst leuchtend trifft schon auf unser Sonnensystem nicht zu. Das stimmt zwar im sichtbaren Licht, aber wenn man auch andere Wellenlängenbereiche berücksichtigt, insbesondere Infrarot, dann strahlt der Jupiter zum Beispiel mehr Licht aus, als er von der Sonne erhält, weil er im Innern warm ist, wie die Erde im Übrigen auch. Mit der Kreisbahn um die Sonne oder Stern ist es so, es gibt Entdeckungen, dass es sogar Planeten geben soll, die gar nicht an einen Stern gebunden sind, sozusagen frei fliegen durch die Milchstraße. Und mit der Masse ist es so, nach unten gibt es überhaupt keine richtige Definition, wann hört denn so ein Ding auf, ein Planet zu sein, wann ist es nur noch ein Gesteinsbrocken oder ein Fels. Das heißt, alles ist sozusagen momentan hinterfragt. Aber nochmal zur historischen Definition. Damals konnte man mit bloßem Auge 5 Planeten sehen, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Aber diese Definition durch die Sternbilder wandern, trifft zum Beispiel auch auf den Mond zu. Der ist jeden Abend ein bisschen woanders. Und wenn Sie wissen, in welchem Sternzeichen Sie geboren sind, dann heißt es, Sie wissen auch, dass die Sonne scheinbar im Jahreslauf durch die Sternbilder wandert. Deshalb haben die klassischen Kulturen immer von 7 Planeten geredet. Und obwohl wir heute wissen, dass weder der Mond ein Planet ist, noch die Sonne und dass dafür die Erde und eben ein paar andere Neptun-Uranus-Planeten sind, spiegelt sich diese 7 Zahl der Planeten noch in unserer Kultur wider. Unsere 7 Wochentage sind nach den Planeten benannt. Im Deutschen ist es offensichtlich Sonntag, Tag der Sonne, Montag, Tag des Mondes, im Französischen Mardi, Tag des Mars oder im Englischen Saturday, Tag des Saturn. Ich habe, bevor ich jetzt weiter zu den Planeten gehe, hier eine kleine Episode zur astronomischen Forschung in Heidelberg eingebaut und nachher kommen noch 3 kleine, die nur mittelbar mit der zweiten Erde zu tun haben, die aber mit der Forschung in Heidelberg auch zu tun haben. Hier sehen Sie wieder unsere 8 Planeten und wenn man ganz genau schaut, dann ist zwischen dem Mars und dem Jupiter so eine kleine Lücke. Das hat schon unsere Vorväter in der Wissenschaft beschäftigt und dann wurde im 19. Jahrhundert entdeckt, dass da ein paar kleine Planeten zwischendrin sind, zwischen Mars und Jupiter. Und Sie kennen alle den kleinen Prinzen und es ist tatsächlich so, dass es ja viele, viele von diesen kleinen gibt, die dazwischen sitzen. Und dies war schon vor mehr als 100 Jahren ein Forschungsthema hier in Heidelberg und ein sehr berühmter, wahrscheinlich der berühmteste Astronom, der in Heidelberg je gelebt hat, Max Wolf, hat ganz viele solche Kleinplaneten entdeckt. Die ersten in seinem Teleskop in der Märzgasse in Heidelberg und er hat dann später oben die Landessternwarte, wie sie heute heißt, erbaut. Und so gibt es einen kleinen Planeten, der heißt Heidelberger, nach unserer schönen Stadt hier. Es gibt auch einen kleinen Planeten, der heißt Roberto Carola, nach unserer Universität, zu Ehren der Jahresversammlung der Astronomischen Gesellschaft hier im Jahre 1900. Und, das wissen Sie schon, es gibt einen kleinen Planeten, der heißt Grebel, nach meiner Kollegin Eva. Es gibt auch einen kleinen Planeten nach unserem Moderator Harald Lesch. Und in der Tat, es gibt auch einen, der nach mir benannt ist. Und insofern, ja, habe ich überlegt, ob es wohl Voraussetzung ist, dass man hier bei der Hektorakademie auftreten darf, dass ein Kleinplanet nach einem genannt ist. Wer genau gelesen hat, hat auch jetzt gesehen, wie alt wir sind, aber darüber wollen wir Schweigen bewahren. Die Erde ist ein Planet, wie die anderen 7, aber insbesondere ist die Erde ein Planet, der sich um die Sonne dreht, wie die anderen 7. Und wenn man jetzt astronomisch die Sonne betrachtet, dann ist die Sonne ein ganz normaler Stern, wie es 100 Milliarden weitere Sterne in der Milchstraße gibt. Und so haben wir schon als Schüler und Studenten, ich habe hier in Heidelberg und München studiert, wir haben damals schon auch unsere Professoren gefragt, naja, die Sonne ist ein ganz normaler Stern, die Sonne hat Planeten, haben andere Sterne auch Planeten? Und die meisten unserer Dozenten, Professoren haben gesagt, naja, allein nach dieser normalen Logik, die Sonne ist ein normaler Stern, um die Sonne gibt es Planeten, müsste um die anderen Sterne auch Planeten geben. Aber es gab auch ernstzunehmende Kollegen, die gesagt haben, naja, vielleicht sind wir ja doch was ganz Besonderes. Und insofern, ja, war das eine Frage, wo die Physiker und Astronomen rumgeeiert haben, sage ich jetzt mal. Man wusste nicht so genau, maybe ja, maybe not, vielleicht, aber es war nicht klar. Und die Frage ist, warum hat man das damals nicht gewusst? Die Antwort darauf ist, dass es extrem schwierig ist, Planeten um andere Sterne zu entdecken. Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel. Die Entfernung
zu unserem nächstgelegenen Stern Alpha Centauri, Harald kennt den ziemlich gut, der ist 4,3 Lichtjahre entfernt. Als ich in der Schule war, gingen die ersten Voyager-Sonden los, die die Amerikaner gestartet haben. Die flogen zu den großen Planeten bei uns, Jupiter, Saturn, und die wurden richtig, richtig beschleunigt. Die fliegen mit 14 Kilometer in der Sekunde. 14 Kilometer in der Sekunde, das sind 50.000 Kilometer in der Stunde. Und Sie wissen, manchmal schreiben die Zeitungen, die haben unser Sonnensystem inzwischen verlassen oder so, aber sie haben eigentlich nur den Planetenbereich verlassen. Selbst mit dieser gigantischen Geschwindigkeit wäre so eine Voyager-Sonde 90.000 Jahre unterwegs, um nur zum nächstgelegenen Stern zu kommen. Das ist eine Veranschaulichung, warum die so schwer zu finden sind. Warum sind Planeten überhaupt interessant? Naja, uns Astronomen interessiert ganz banal, ja, ist das der Normalfall oder die Ausnahme, wie viele Sterne haben den Planeten? Wir denken auch, wenn wir andere Planetensysteme entdecken, dann sind die in verschiedenen Altersstufen, dann können wir auch einiges lernen über die Entstehung unseres Sonnensystems. Und natürlich wollen wir wissen, gibt es erdähnliche Planeten woanders? Und dann die ultimative Frage, die Wissenschaftler wie Laien gleichermaßen beschäftigt, gibt es denn Leben anderswo? Gut, es ist schwierig, da hinzukommen und es ist auch schwierig, die zu finden. Und jetzt kommen wir dazu, wie die Astronomen und Astrophysiker das dann doch versuchen und wie es ihnen eben auch gelungen ist. Die Methoden, mit denen nach Planeten und andere Sterne gesucht wird, sind alle relativ einfach zu beschreiben. Eine nutzt eine Geschwindigkeitsmessung, das wird Spektroskopie genannt in der Astronomie. Eine nutzt eine Positionsmessung, das fällt in den Bereich Astrometrie. Zwei Methoden nutzen Helligkeitsmessungen, das heißt Photometrie, und zwar eins, wo es dunkler wird und eins, wo es heller wird. Und dann das, was jeder denkt, eine banale Abbildung. Ich mache halt ein Foto wegen mir mit dem Hubble und dann sehe ich doch, ob da was nebendran ist. Das Problem mit dieser letzten Methode, mit der direkten Abbildung, ist einerseits, der Stern ist 10 Milliarden Mal heller als der Planet. Und das andere ist, der Planet ist so nah beieinander beim Stern, dass selbst das Hubble-Teleskop die nicht mal als zwei Punkte sehen würde, wenn sie ähnlich hell wären. Ich sage manchmal, das ist, wie wenn Sie auf einer geraden Landstraße nachts ein Auto in 2 Kilometer Entfernung sehen, es hat Fernlicht eingeschaltet und einen halben Zentimeter neben dem Scheinwerfer ist ein Leuchtkäfer. Haben Sie keine Chance, das zu sehen. Und deshalb nutzen die Astronomen diese indirekten Methoden. Und die werde ich Ihnen in den nächsten paar Minuten nun einzeln vorstellen. Die eine basiert auf einem Prinzip, was Sie vom Spielplatz kennen. Wenn zwei Kinder, die etwa gleich alt und gleich groß und gleiche Masse haben, auf der Wippe sitzen, dann bewegt sich die Wippe eben hoch und runter und dann hat jedes Kind legt in der gleichen Zeit die gleiche Strecke zurück, eins hoch, eins runter und hat damit die gleiche Geschwindigkeit. Solche Systeme gibt es am Himmel auch, wir nennen die Doppelsterne. Da kreisen zwei Sterne, die durch Schwerkraft aneinander gebunden sind, um den gemeinsamen Schwerpunkt. Die bewegen sich mit gleicher Geschwindigkeit in der gleichen Zeit um die gleiche Strecke. Aber jetzt können Sie als Erwachsene auf dem Spielplatz auch mit Ihrem Kind wippen oder mit Ihrem Enkel. Nur muss dann der Erwachsene sehr viel näher an der Achse sitzen. Und dann wissen Sie, das funktioniert auch. Aber Sie wissen auch, der Erwachsene ist froh, dass er nur kleine Strecken geht. Und das Kind ist froh, dass es große Strecken geht, weil das nämlich durch die gleiche Zeit zu einer hohen Geschwindigkeit fürs Kind und zu einer kleinen Geschwindigkeit für einen Erwachsenen führt. Beide freuen sich darüber. Und dies gibt es am Himmel auch, wenn nämlich ein Stern mit großer Masse von einem Planeten mit kleiner Masse umkreist wird. Dann gehen auch die Bewegungen beider um den gemeinsamen Schwerpunkt, hier durch das X markiert, aber der Stern geht in einer kleinen Geschwindigkeit eine kleine Bahn und der Planet geht mit einer großen Geschwindigkeit eine große Bahn. Und jetzt ist es so, der Planet ist zu schwach, den können wir nicht sehen, aber den Stern können wir schon sehen. Und wenn wir jetzt diesen Stern, dieses System von der Seite betrachten, hier steht unsichtbarer Planet, der Stern macht diese kleine Bewegung, dann tritt ein Effekt zutage, der Doppler-Effekt genannt wird. Das heißt, wenn sich ein Objekt auf uns zubewegt, dann werden die Lichtwellen, oder bei einem Feuerwehrauto mit Martin, sonst sind es die Schallwellen, dann werden die zusammengedrückt zu einer höheren Frequenz und wenn es von uns weggeht, werden sie auseinandergezogen zu einer niedrigeren Frequenz. Und wenn die sich periodisch ändert, dann kann ein Astronom daraus schließen, dieses Objekt muss sich in so einer Kreis- oder Ellipsenbahn bewegen und also von einem Planeten umkreist werden. Das wurde entdeckt oder formuliert erstmals von einem österreichischen Physiker Christian Doppler, der gesagt hat, Sterne sollten die Farbe verändern, wenn sie sich bewegen.
Es hat nicht ganz gestimmt, aber zwei Wissenschaftler, die hier an der Uni Heidelberg tätig waren, nämlich Robert Bunsen und Christoph Kirchhoff, haben vor inzwischen 160 Jahren die Spektralanalyse entwickelt, die gestattete, die Regenbogenfarben, die im Sonnenlicht durch diese schwarzen Linien unterbrochen sind, zu interpretieren. Das sind die Fingerabdrücke der Elemente nämlich. Und wenn man von einem Stern, der weit entfernt ist, so ein Spektrum nimmt und dann das schaut, wie sich das mit der Zeit verändert, dann sehen Sie, wenn der Stern sich auf uns zubewegt, sind die Linien zum Blauen verschoben und wenn er sich von uns wegbewegt, zum Roten. Und wenn die sich periodisch ändern, dann kann man daraus schließen, da muss ein Planet rumkreisen. Der Effekt nur hier ist stark übertrieben. In Wahrheit ist es ein Zehnmillionstel der Wellenlänge, der Geschwindigkeit, weil eben der Stern sich nur mit etwa 10 Metern pro Sekunde bewegt. Und das ist genau die Schwierigkeit, die überaus hohe Präzision, die notwendig ist, um dies zu messen. Mit dieser Methode wurde 1995 dann der allererste Planet um einen anderen Stern entdeckt, 51 Pegasi b. Wir sind schon bei der zweiten Methode, die ist noch einfacher zu betrachten. Wenn wir so ein Planetensystem von oben sehen, dann macht halt der Stern so eine Kreisbewegung oder eine Ellipsenbewegung oder wenn wir es von der Seite sehen, so eine Hin- und Herbewegung. Müssen wir nur messen und dann wissen wir, da wird von einem Planeten umkreist. Auch hier ist das Problem, die unglaublich hohe Genauigkeit, die notwendig ist, weil dieser Winkel, um den sich der Stern bewegt, äußerst klein ist. Bisher wurde noch kein einziger Planet mit dieser Methode entdeckt, aber wir haben Hoffnung. Und die Hoffnung heißt Gaia. Gaia ist ein Satellit, der vor etwas mehr als 5 Jahren von der Europäischen Raumfahrtorganisation gestartet wurde und der mit höchster Genauigkeit die Positionen von Sternen vermisst. Und so hoffen wir, dass demnächst eben ein paar Dutzend oder so ein paar hundert Planeten mit dieser Methode entdeckt werden. Wissenschaft kostet den Staat und den Steuerzahler immer Geld, wie Sie wissen. Aber in diesem Fall ist der Finanzminister der Bundesrepublik auf die Idee gekommen, ich mache Geld mit der Wissenschaft. Er hat nämlich eine Briefmarke gemacht mit diesem Satelliten und bevor die Potterhöhung war, konnten sie eine Postkarte schicken und die 45 draufkleben. Jetzt müssen sie 15 noch dazu tun. Da tun sie was, ja, auch für die Wissenschaft. Die dritte Methode heißt Transit. Die ist auch einfach zu verstehen. Wenn ein Planet vor der Sternscheibe vorbeiläuft, dann wird die Helligkeit des Sterns für kurze Zeit abgedeckt und ein bisschen schwächer und nach einem kompletten Umlauf wieder. In der Praxis sieht es nicht so ganz glatt aus, dann kommen die Messungenauigkeit dazu, aber immerhin, man kann auf diese Weise solche Planeten finden. Die Zeitdauer ist relativ kurz, das dauert nur ein paar Stunden und dann müsste man halt, um beispielsweise die Erde zu entdecken, ein ganzes Jahr warten, bis ein ganzer Umlauf außenrum ist. Die amerikanischen Kollegen haben einen Satelliten gestartet, der genau mit dieser Methode nach Planeten gesucht hat. Und hier sehen Sie das Ergebnis, das ist maßstabsgetreu eine Zusammenstellung von vielleicht 100 solchen Planeten. Das sind die unterschiedlichen Abstände, die unterschiedliche Größe, die reflektiert die Masse. Und wenn jetzt das funktioniert mit der Animation und ich auf den Knopf drücke, dann sehen Sie, die sich bewegen wie kosmische Uhren. Und ich finde es immer auch so berührend, dass ich dann 5 Sekunden innehalten werde, um Ihnen dies zu genießen lassen. Ist ein bisschen im Zeitraffer gewesen, aber maßstabsgetreu auch hier. Schon bin ich bei der Episode 2. Frau Grebel und ich sind am Astronomischen Recheninstitut. Das ist 1945, 46 hier nach Heidelberg gekommen, aber gegründet wurde es im Mai des Jahres 1700 in Berlin vom Großvater Friedrichs des Großen. Und die Aufgabe war, den Kalender zu berechnen. Was Sie hier sehen, ist eine Urkunde, die wir im Original besitzen, die heißt das Kalenderpatent. Und da steht genau drauf, was der protestantische Kurfürst eben den Wissenschaftlern aufgibt zu tun und hat denen dann auch ermöglicht, Astronomie zu machen nebenbei. Und hier unten rechts sehen Sie, geschehen zu Köln an der Spree, den 10. Mai anno 1700. Heute heißt es Neukölln, ist Teil von Berlin. Und damals, wie heute, haben die Wissenschaftler diese Daten an die Verlage verkauft. Und für den Kurfürsten waren die Astronomen eine Nettoeinnahmequelle. Der hat mit denen Geld verdient. Heute machen wir am Astronomischen Recheninstitut das immer noch. Wenn Sie einen gedruckten Taschenkalender haben und da steht drauf, Sonnenaufgang um 5.43 Uhr, dann ist die Chance groß, dass diese Daten bei uns berechnet wurden und gedruckt und verkauft. Heute ist zwar jeder PC in der Lage, das genauso gut zu machen, aber noch immer
wollen die Verlage tatsächlich die wissenschaftliche Autorität lieber genießen und deshalb ja, machen wir das immer noch, aber inzwischen verdienen wir damit kein Geld mehr. Die letzte Methode, die ich Ihnen vorstellen will, an der arbeite ich selbst, die heißt Gravitationslinseneffekt. Da sehen Sie hier eine künstlerische Darstellung der Milchstraße. Wir mit der Sonne und der Erde sind hier ziemlich am Rand. Wenn wir einen Stern im Zentrum der Milchstraße betrachten, dann sehen wir den so wie hier oben links. Der Stern strahlt in alle Richtungen sein Licht ab und wir sehen den. Jetzt kommt ein Effekt ins Spiel, den Einstein vorhergesagt hat. Wenn nämlich zwischen diesem Hintergrundstern und uns ein anderer Himmelskörper durchzieht, dann lenkt der das Licht ab. Einstein hat mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie gesagt, Schwerkraft wirkt nicht nur auf Materie, sondern auch auf Licht. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit meinem Laser hier rüber strahle, dann sagt Einstein, und warum's ganz, der wird von der Erde angezogen und der biegt sich ein bisschen nach unten. Jetzt mögen Sie denken, was erzählt uns der warum's ganz hier? Nun, Sie haben recht, das ist unmessbar klein hier, aber ich habe auch recht, der Effekt existiert und im Kosmos können wir den tatsächlich messen, und zwar der Gestalt, dass dann der Hintergrundstern uns für kurze Zeit heller erscheint, wenn das Licht durch einen vorüberziehenden Himmelskörper auf uns fokussiert wird. Und wenn nun dieser vorüberziehende Himmelskörper noch einen Planetenbegleiter hat, dann mit der Helligkeitskurve sogar noch einen zweiten Zacken, hier sehen Sie Signal des Planeten, und wenn wir dies finden, dann können wir jubeln, wir haben mit dieser Methode einen Planeten entdeckt. Aber Sie sehen, das Signal des Planeten ist von sehr kurzer Dauer, das sind oft nur ein paar Stunden, und deshalb müssen wir rund um die Uhr messen, aber jeder weiß, der Himmel ist nicht dunkel rund um die Uhr, und deshalb nutzen wir Teleskope in Südafrika und in Chile und in Australien, und die sind so gewählt, dass zu jedem Zeitpunkt an mindestens einem Ort Nacht ist, sodass wir tatsächlich rund um die Uhr diese Sterne vermessen können und damit uns keiner dieser Planeten entgeht. Und jetzt komme ich schon zurück zum Thema 2 der Erde. Unsere Arbeitsgruppe, Sie sehen, ein paar Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wir. Wir haben vor ein paar Jahren eine Publikation in Nature gehabt, dem Wissenschaftsmagazin, Entdeckung eines coolen Planeten mit 5,5 Erdmassen durch diese Methode Gravitational Microlensing. Und es war damals tatsächlich der erdähnlichste Planet zu seiner Zeit. Das Signal sehen Sie hier, fast lehrbuchmäßig nach rechts ist die Zeit aufgetragen, 60 Tage von links nach rechts und dann die bunten Punkte sind die Messpunkte, steigt an, fällt ab und dann hier dieser Zacken, der hier raus vergrößert ist, der ist das Signal des Planeten. Diese Methode ist ein bisschen komplexer als die anderen, das haben Sie verstanden, aber sie hat ein paar Vorteile. Eine davon ist, sie kann Massen kleiner Planeten messen, also erdähnliche, und außerdem ist sie sehr gut für die Analyse der Häufigkeit von Planeten, der Statistik. Und mein Assistent Arnaud Casson hat ein weiteres Nature Paper als Erstautor geleitet, wo wir vor ein paar Jahren gefunden haben, dass im Schnitt alle Sterne Planeten haben. Planeten sind die Regel, nicht die Ausnahme. Schon bin ich bei der Episode 3 zur Forschung in Heidelberg. Ein anderer Zweig der Forschung geht nicht nach Berlin zurück, sondern nach Mannheim zurück. Karl Theodor, der Kurfürst, hat nicht nur die Kultur gefördert, er hat auch die Wissenschaft gefördert. Und ein Professor Meyer hier an der Universität Heidelberg hat sich für Astronomie interessiert und so hat Karl Theodor Pläne machen lassen für eine Sternwarte in Mannheim. Und er hat nicht nur Pläne machen lassen, er hat die Sternwarte auch bauen lassen. Und so sieht sie jetzt wieder aus. Zwischendurch war sie mal ein bisschen heruntergekommen, aber ein Freundeskreis im Planetarium Mannheim hat mitgeholfen, die wieder zu etablieren. Und heute wird sie für auch kulturelle Zwecke genutzt. Aber damals hat der Fürst Karl Theodor seine Staatsgäste dahin geführt, weil das nämlich ein Kleinod war für ihn. So war zum Beispiel ein gewisser Thomas Jefferson mal zu Besuch in Mannheim, der später die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika mitformuliert hat und dritter Präsident der USA geworden ist. Zu dieser Zeit war er aber amerikanischer Botschafter in Frankreich und er hat sich in das Gästebuch der Sternwarte eingetragen, was auch noch in unserem Besitz ist. Hier sehen Sie, Monsieur Jefferson, Ministre des États-Unis d'Amérique, 1788. Mannheim hat andere illustre Gäste gehabt, nämlich zum Beispiel Wolfgang Amadeus Mozart, weil die Musiker da so gut waren. Und er hat Mannheim geliebt und der Kurfürst hat ihn aber auch mit der Astronomie zusammengebracht. Und so ist ein weiterer Eintrag im Gästebuch, Mozart, Maître de Chapelle am 16. November 1778. Jetzt komme ich zu den entdeckten extrasolaren Planeten, wie sie genannt werden. Und die wurden in den ersten Jahren oft in Diagrammen dieser Art dargestellt.
Hier sehen Sie ungefähr 50 Zeilen. Da steht links immer ein Name, Epsilon Eridani HD 37124. Nach rechts sehen Sie 1, 2, 3. Das ist die Masse des Planeten und 1 ist die Masse des Jupiter. Das ist der Abstand des Planeten vom Stern. Und die Masse ist hier angegeben, immer da steht MJ und da steht 1,5 MJ, 2,3 MJ. Das heißt, die ersten Planeten, die entdeckt wurden, die waren alle mit großer Masse, nicht wie die Erde, sondern wie der Jupiter. Und die waren alle sehr nah am Stern. 1 ist der Abstand der Erde, die waren alle näher dran als die Erde. Aber wir Physiker und Astronomen wissen, dass das ein großer Auswahleffekt ist. Das heißt keineswegs, dass alle Planeten große Massen haben und dass alle nah am Stern sind. Vor etwa 2 Jahren wurde ein Planetensystem entdeckt, das nennt sich TRAPPIST-1. Und das ist tatsächlich das, was unserem Sonnensystem am ähnlichsten ist. Da wurden 7 Planeten entdeckt, die den Gesteinsplaneten unseres Sonnensystems ähneln. Allerdings sind dies keine Fotografien, die sind künstlerische Ideen, wie diese Planeten aussehen können. Aber wichtig ist, dass die so nah an ihrer Sonne sind, dass die Oberflächentemperatur etwa ähnlich ist wie bei uns auf der Erde. Wir wissen, 300 Kelvin, physikalisch gesprochen, oder 27 Grad Celsius ist eine angenehme Temperatur, da wächst guter Wein, da kann man sich gut gehen lassen, viel höher braucht es nicht zu sein, aber wir nennen das die habitable Zone, wenn die Temperaturen zwischen 0 und 100 Grad sind. Und so stellen wir vor, dass da vielleicht Leben sein könnte. Der Unterschied von diesem TRAPPIST-1-System zum Sonnensystem ist, wenn Sie hier diese gestrichelte Linie sehen und hier lesen, Orbits enlarged 25 times. Das heißt, dieses System ist eigentlich viel, viel, viel kleiner als unser Sonnensystem. Die Planeten sind viel näher im Inneren dran, aber dafür ist der Mutterstern auch viel kleiner. Hier ist unsere Sonne im gleichen Maßstab dieser TRAPPIST 1, sodass tatsächlich die Temperaturen dort ein bisschen ähnlich sind wie bei Venus und Erde und Mars. Jetzt komme ich zur letzten Episode, nämlich die astronomische Forschung in Heidelberg. Die hat auch eine große Richtung zur Öffentlichkeitsarbeit. Oben auf dem Königstuhl, neben der Landessternwarte und neben dem Max-Planck-Institut für Astronomie, wurde vor ein paar Jahren von der Klaus-Tscherer-Stiftung das Haus der Astronomie gebaut. Ein wunderbares Gebäude, was Grundlagenforschung mit Öffentlichkeitsarbeit, Lehrerfortbildung mit Schülerpraktika, alles vereint und auch architektonisch schön ist. Innen drin ist auch noch ein Planetarium, wie Sie hier sehen. Es wird zu wissenschaftlichen Zwecken benutzt. Bis zu 100 Leute können da mitmachen und ist wirklich großartig. Und bis vor kurzem war es einzigartig in Deutschland. Inzwischen gibt es in München eine ähnliche Sache, Supernova. Aber das ja, ist wirklich toll für Heidelberg. Und auf der nächsten Karte zeige ich Ihnen, was es sonst in Heidelberg noch in der Astronomie gibt. Hier ist der Königstuhl mit dem Haus der Astronomie, der Max-Planck-Institut für Astronomie, der Max-Planck-Institut für Kernphysik, die auch ein bisschen astronomische Forschung machen, und der Landessternwarte, die zur Universität gehört. Dann haben wir das Astronomische Recheninstitut in der Mönchhofstraße in Neuenheim, das Institut für Theoretische Astrophysik in Neuenheim und von der Klaus-Tscherer-Stiftung ebenfalls gefördert, das Heidelberger Institut für Theoretische Studien. Sie sehen, hier ist astronomisch einiges los. Aber wir Physiker haben es auch gern quantitativ. Und deshalb zeige ich Ihnen, wie viel los ist. In Deutschland gibt es ungefähr 800 Astronomen. So viele Mitglieder hat die Astronomische Gesellschaft. Die Bevölkerung von Deutschland ist für einen Astronomen über den Daumen 80 Millionen. Das heißt, das Verhältnis von Astronomie, von Astronomen zur normalen Bevölkerung ist, auf 100.000 Bürger gibt es einen Astronomen. Wir sind eine seltene Spezies. Wenn man jetzt aber Heidelberg betrachtet, in Heidelberg gibt es 150 Astronomen und die Bevölkerung von Heidelberg ist etwa 150.000. Das heißt, in Heidelberg ist das Verhältnis 1 zu 1000 und damit ist das Verhältnis in Heidelberg verglichen mit dem Durchschnitt 100-fach und physikalisch gesprochen haben wir also eine 100-fache Überdichte von Astronomen in Heidelberg. Man kann aber wohl sagen, damit Heidelberg ist eine Stadt der Astronomie. Zurück zur zweiten Erde. Was ist denn eine zweite Erde? Hier sehen Sie ein Dutzend Eigenschaften, die man fragen kann, muss diese zweite Erde eine ähnliche Masse haben wie unsere, eine ähnliche chemische Zusammensetzung, soll es die Oberfläche mit Ozeanen, Kontinenten bedeckt sein, muss ein ähnlicher Zentralstand sein, brauchen wir eine Atmosphäre, soll der Abstand, die Temperatur, Magnetfeld, all der Mond, you name it. Jeder könnte jetzt von Ihnen da andere Kriterien wählen, dann würde ich das eine zweite Erde nennen. Aber wir Physiker, Astronomen sind ein bisschen eingeschränkt. Es ist schon schwierig genug, beispielsweise
das Alter der Erde zu bestimmen, geschweige denn das Alter eines solchen Exoplaneten. Deshalb sind wir ein bisschen pragmatisch und sagen, was wir messen können, ist die Masse und der Abstand und die Oberflächentemperatur. Und wenn diese drei Kriterien ähnlich sind, dann können wir von möglicherweise zweiten erdähnlichen Planeten reden. Wir haben noch keine zweite Erde entdeckt bisher, aber wir sind auf der Suche. Und wie geht es weiter? Nun, Sie kennen alle das Hubble-Teleskop. Die Amerikaner und die Europäer arbeiten schon seit einigen Jahren an einem Hubble-Nachfolger, das heißt James-Webb-Teleskop. Die Europäer bauen in Chile das weltgrößte Teleskop mit 39 Metern Durchmesser. Dann gibt es noch weiter visionärere Projekte. Aber wichtig ist, dass die Ausrichtung, das Design dieser Planeten stark an genau dieser Frage orientiert ist. Extrasolare Planeten, zweite Erde. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Was wäre denn, wenn die Suche nach der zweiten Erde erfolgreich verliefe? Nun, dann können wir uns überlegen, dann wollen wir natürlich wissen, gibt es da Leben auf dieser Terra 2? Können wir mit denen kommunizieren? Vielleicht sogar Urlaub machen dort oder gar auswandern. Gut, jetzt komme ich in den Bereich, wo ich nur noch Ihnen meine Meinung sagen kann und nicht wirklich wissenschaftlich argumentieren kann. Aber nach meiner Meinung ist es komplett ausgeschlossen, dass wir Menschen woanders hin auswandern. Wir sollten lieber alles tun, um unsere Terra 1 gut zu bewahren, gut zu halten, sodass auch noch viele Generationen nach uns hier sein können. Aus den gleichen Gründen mit dem Tourismus, ich habe Ihnen vorhin gesagt, 100.000 Jahre fast wird es dauern zum nächsten Stern nur, würde ich sagen, da fahre ich lieber in die Pfalz und mache da drüben schön Urlaub, als da so lange Reisen zu machen. Kommunizieren, nun, da wird es schon interessanter. Aber wenn wir ehrlich sind, es gibt auf der Erde durchaus andere Lebensformen, denen wir Intelligenz zuerkennen, zum Beispiel Delfine und Pferde und Affen. Und wenn wir ehrlich sind, ist es uns nicht mal gelungen, mit denen wirklich zu kommunizieren. Und es gibt sogar Leute, die sagen, auch zu Hause im Wohnzimmer ist es manchmal schwierig mit der Kommunikation. Also, auch kommunizieren halte ich für nicht wirklich möglich. Aber Leben, da bin ich optimistisch. Also ich bin, das ist meine Meinung, ist keine wissenschaftliche Erkenntnis, überzeugt davon, dass es noch an vielen Plätzen in der Milchstraße und im Universum Leben gibt und dass wir danach suchen sollten und können und tun. Und ich denke manchmal, ich hoffe manchmal, dass noch zu meiner Lebenszeit tatsächliche erste Signale von Leben anderswo entdeckt werden und vielleicht sogar noch zu meiner aktiven Arbeitszeit. Und wer vorhin gelesen hat, weiß, wie lange das noch geht. Aber jetzt zurück zum ET und zu den Zivilisationen. Jetzt, um das Ganze in Perspektive zu kriegen, müssen wir mal unsere Erde anschauen. Unsere Erde gibt es seit 4,6 Milliarden Jahren. So alt ist die Sonne und die Planeten. Erste Lebensformen gibt es seit 3,5 Milliarden Jahren. Aber das waren primitive Einzeller. Vielzeller gibt es erst seit 1,2 Milliarden Jahren. Säugetiere gar erst seit 100 Millionen Jahren. Der Homo heidelbergensis ist vor 600.000 Jahren durch den Odenwald gezogen und Hochkulturen, denken wir, gibt es vielleicht seit ein paar tausend Jahren. Und Raumfahrt fast auf den Tag genau 50 Jahre, Sie wissen, der Mensch auf dem Mond. Und das heißt, wenn man nun die Zeit der Hochkulturen mit dem Alter der Erde zusammensetzt, dass es nur etwa ein Millionstel der Zeit der Erde gibt, wo Hochkulturen da waren. Oder noch viel weniger, ein 100-Millionstel, wo es Zivilisationen gab. Und wenn man nun wirklich denkt, es gibt viele zweite Erden, die aber alle unterschiedlich alt sind, das heißt in unterschiedlichen Entwicklungsstufen, dann müsste man mindestens 1 Million davon finden, um gerade eine in so einem Stadium von Hochkultur zu erwischen. Und selbst wenn wir optimistisch sind und die Menschheit noch viele, viele Millionen Jahre existiert und sich nicht vielleicht selbst da ein bisschen schädigt, auch dann ist es noch ein kleiner Anteil verglichen mit dem Alter der Erde. So, ich will Ihnen zusammenfassen, der aktuelle Stand bei der Suche nach der zweiten Erde. Kolleginnen und Kollegen haben bei 3052 Sternen insgesamt 4095 Planeten entdeckt. Und jede Woche kommen tatsächlich ein paar dazu. Darunter sind tatsächlich schon 664 Planetensysteme, die 2 oder 3 oder 5 oder 7 Planeten umfassen. Die meisten Planeten, die wir bisher entdeckt haben, sind deutlich größer als die Erde und deutlich näher an ihrer Sonne. Aber es gibt einige, die wir durchaus erdähnlich nennen dürfen, die wir bereits entdeckt haben. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass alle Sterne Planeten haben. Es ist gut möglich, dass es erdähnliche Planeten im Weltall gibt. Und es ist absolut sicher,
dass es für uns Astronominnen und Astronomen noch sehr viel zu tun gibt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Zu diesem Thema reizt es mich natürlich noch, ich muss noch das eine oder andere dazu kommentieren. Haben Sie den Trappisten gesehen? Also Trappist 1 heißt er, ne? Gibt ja gutes Bier, Trappistenbier, allerdings Vorsicht, das ist ziemlich schwer. Zu dieser Art von Sternen, nämlich diesen kleinen roten Zwergen, ist es ja so, Sie haben es ja gesehen, die Planeten sind sehr nah dran und dann spürt so ein Planet natürlich auch die Schwerkraft dieses Sterns sehr stark. Und das bedeutet, er zeigt dem Planeten, er zeigt diesem Stern immer die gleiche Seite. Immer. Und die Süddeutsche Zeitung hat es mal so schön beschrieben, wie ist die Atmosphäre, also jetzt nicht die meteorologische Atmosphäre, sondern so, wie ist so die Stimmung auf einem Planeten, der einem roten Zwerg immer die gleiche Seite zeigt. Und die Süddeutsche hat es so schön beschrieben, man sitzt da sein ganzes Leben auf der Bank mit jemandem, den man liebt, und genießt die Happy-Hour-Stimmung. Also es ist immer so, ach Liebelein, machen wir noch was heute? Ach nö, ich glaube, wir bleiben sitzen. Und das andere ist tatsächlich die Frage, zum Beispiel bei den Außerirdischen, es gab in den 60er Jahren eine Konferenz, wo man versucht hat, mit relativ einfachen mathematischen Methoden, also grundsätzlich nur mit dem Produkt von Wahrscheinlichkeiten und einer Anzahl von Lebensjahren, wie lange eine Zivilisation existiert, hat man versucht, eine Formel zu entwickeln, wie viel kommunikationsbereite Zivilisation möge es in der Milchstraße geben. Die sogenannte Green Bank Formel oder die Sagan-Formel, wird sie auch genannt, Sagan-Drake-Formel. Und da gibt es einen Faktor drin, den finde ich sehr bemerkenswert, dass es nämlich sich herausstellt, dass nicht jede Hochkultur auf einem Planeten automatisch daran interessiert ist, die Umgebung zu erforschen. Die hatten sich dann damals überlegt, Mensch Meier, viele Hochkulturen blieben einfach da, wo sie immer waren. Die einen an den Flüssen und die anderen irgendwo im Urwald und so weiter. Aber dass die sich ausgebreitet hätten, angefangen hätten, einen Planeten von Norden nach Süden und von Osten nach Westen so komplett zu durchdringen, das hatte man damals festgestellt, es gab nur eine Hochkultur, die das gemacht hat. Nämlich die Abendländer. Und da stellte sich dann die Frage, ob es so gut ist, von uns entdeckt zu werden. Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen Entdeckern und Entdeckten. Das können Sie in Ihren Geschichtsbüchern zu Hause nochmal nachgucken.